Ich will, dass Uli begreift, dass wir hier Regeln haben, an die sich jeder zu halten hat. Mein Gott, Walter. Das musst du doch verstehen. Uli ist in einem schwierigen Alter. In einem schwierigen Alter? Wenn sich nicht bald meldet, schalte ich die Polizei ein und werde ihn suchen lassen. Bastiane, unser Zug ist da. Komm, wir müssen einsteigen. Es geht endlich los. Klasse. Christoph war nicht in dem Zug, den er mir telegrafiert hat. Ja, vielleicht hat er ihn verpasst und kommt mit dem nächsten. Den habe ich abgewartet, aber da war er auch nicht drin. Kerstin, nicht. Ich liebe dich einfach nicht. Schon die ganze Zeit vor, es dir zu sagen, aber du hast mich einfach nicht zu Wort kommen lassen. Es tut mir leid. Du sagst, dass du mich nicht mehr liebst und alles, was dir dazu einfällt, ist, es tut mir leid? Was soll ich sonst noch sagen? Sag, warum du mich nicht mehr liebst. Steckt eine andere dahinter? Was dann? Mir ist einfach bewusst geworden, dass ich mich in meinen Gefühlen zu dir getäuscht habe. Kerstin, ich mag dich wirklich sehr, aber ich liebe dich nicht. Wenn das so ist, dann hast du dir ja sicherlich schon überlegt, wie es jetzt weitergehen soll. Natürlich kannst du so lange hier wohnen bleiben, bis du was Neues gefunden hast. Ich ziehe so lange zu Arno. Außerdem habe ich gedacht, dass wir vielleicht Freunde bleiben können. Hm? Hast du ja wirklich an alles gedacht. Aber wie ich mich dabei fühle, daran hast du nicht gedacht. Lass uns doch vernünftig darüber reden. Ich will aber nicht vernünftig sein. Ich will auch nicht reden. Ich will... Ach. Kerstin, wo willst du denn hin? Und? Wie schmeckt's? Prima. Ich wusste gar nicht, dass du gut Würstchen warm machen kannst. Ja, das habe ich bei den Pfadfindern gelernt. Und du warst bei den Pfadfindern? Mhm. Aber nur kurz. Schade, dass du nicht mehr dabei bist. Wieso? Na, dann müsstest du jeden Tag eine gute Tat vollbringen. Wo ist das Problem? Heute zum Beispiel habe ich diese armen Würstchen aus dem Glas befreit. Und was kommt morgen? Das kommt ganz drauf an, was sich so ergibt. Wie wär's dann, wenn du mich morgen zu einem netten kleinen Picknick einlädst? Darüber lässt sich reden. Prima. Ja, und unterwegs erzählst du mir jetzt endlich, wie du deinen Vater dazu gebracht hast, dass er dich hat mitfahren lassen. Klar, nur da gibt's nicht so viel zu erzählen. Ich habe ihn einfach so lange genervt, bis er ja gesagt hat. Larissa weiß natürlich nicht, wo Uli steckt. Dabei könnte ich wetten, dass er bei ihr untergekrochen ist. Ich dachte, der Junge wollte verreisen. Ja, wohin denn? Und wovon soll er eine Reise bezahlen? Schon mal was von Trempen gehört? Du glaubst, Uli ist per Anhalter gefahren? Ja, warum nicht? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Der steckt bei Clarissa. Aber lass mir den Rotzbengel mal nach Hause kommen. Dann werde ich andere Seiten aufziehen. Unter der Voraussetzung könntest du lange auf mich warten. Was soll denn das heißen? Was wohl? Bevor ich mir von dir noch einen reinwirken lasse, da bleibe ich doch lieber ganz weg. Das wollen wir doch mal sehen. Wen rufst du an? Die Polizei. Die Bullen? Was willst du denn von denen? Ich soll mal was tun für meine Steuergelder und mir den Ausreißer zurückbringen. Bei dir ist echt eine Schraube locker. Typisch besetzt, wenn man die schon mal braucht. Vielleicht kommt Uli morgen schon wieder zurück. Die Bullen haben so viel um die Ohren, die haben gar keine Zeit, nach einem Jungen zu suchen, der gerade verreist ist. Sollen die sich eben die Zeit nehmen? Mach, was du willst. Aber wenn die jetzt die große Suche starten und Uli kommt morgen hier reinspaziert, als wäre nichts gewesen, das wäre ein bisschen peinlich. Woran denkst du? Ich stell mir gerade vor, wie das wäre, wenn du und ich...
wenn wir ganz eng aneinander gekuschelt im Bett einschlafen und morgen früh wieder genauso aufwachen würden. Komisch. Das Gleiche habe ich auch gerade gedacht. Echt? Und was machen wir jetzt? Es ausprobieren? Du meinst, wir sollen beide in einem Bett? Klar. Oder spricht was dagegen? Nee, eigentlich nicht. Und? Wie liegt es sich neben mir? Super. Du bist so... so weich. Was ist denn? Kopf hoch. Bestimmt gibt es irgendeine einfache Erklärung, warum Christoph noch nicht da ist. Und die wäre? Dir fällt also auch nichts ein? Naja, jedenfalls nichts, was dich momentan aufbauen würde. Meiner Meinung nach ist Christoph nur deshalb noch nicht da, weil er in letzter Minute Faxsausen gekriegt hat. Immerhin hat er dich sitzen lassen. Aber er weiß, dass ich ihn liebe. Was hätte er zu befürchten? Nein, nein, da ist irgendwas passiert. Und was? Keine Ahnung. Auf alle Fälle muss es so schlimm sein, dass er nicht mal anrufen konnte. Wen rufst du an? Die Auskunft. Sie soll mir die Nummer des Auswärtigen Amtes geben, damit ich die Botschaft in Rom anrufen kann. Rom? Ja. Von da kam das Telegramm. Weißt du, es geht alles so schnell. Ich find's noch ein bisschen früh. Klar. Kann ich denn trotzdem noch neben dir liegen bleiben? Nur einfach nur so? Mhm. Bist du sauer? Ach was. Wir haben noch Zeit. Uli? Mhm. Ich muss dir was sagen. Weißt du, ich bin noch ein bisschen nervös, weil ich noch nie... Denkst du denn, ich habe schon meine Erfahrung? Für mich wäre es doch auch das erste Mal. Tut mir leid, Cleo, ich habe auch keine Ahnung, wo Kerstin ist. Sie ist schon seit einer Stunde überfällig. Vielleicht ist irgendwas dazwischen gekommen. Dann hätte sie mich doch angerufen. Es sei denn... Was? Es sei denn, es ist ihr unterwegs was passiert. Wann ist sie nochmal bei dir los? Jan! Hallo, bist du noch dran? Ja, klar, klar. Sag mal, was ist los, dass du mich nicht antwortest? Cleo, Kerstin und ich, wir haben uns gestern Abend ziemlich gestritten. Und bevor du das fragst, nein, ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Da hat sie vielleicht bei einer Freundin übernachtet. Oder bei Till. Tja, wäre möglich. Sie taucht schon wieder auf. Sag mir nur kurz Bescheid, ja? Klar, mach ich. Danke. Keine Ursache. Tschüss. Tschüss. Wo bleibst du denn? Ich wollte schon seit einer halben Stunde bei Jackie sein. Ich habe noch mal mit der deutschen Botschaft in Rom telefoniert. Ja, und? Sie haben in der ganzen Stadt, in allen Krankenhäusern, in der ganzen Umgebung nachgefragt. Keine Spur von Christen. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Wenn ich das wüsste. Kommt ihr oder geht ihr? Was geht denn das dich an? Na, nichts. Und ehrlich gesagt, ist mir auch egal. Wieso fragst du dann? Nun, wenn ihr geht, dann müssen Charlie und ich nicht wieder in der Bibliothek frühstücken. Oder sitzt Christoph vielleicht gerade beim Frühstück im Salon? Komm, lass uns gehen. Könnte es sein, dass er immer noch nicht zurück ist? Oh, du ärmst. Und dabei hast du dich doch schon so auf ihn gefreut. Freu dich nicht zu früh. Irgendwann kommt er zurück und dann ist dein Gastspiel hier beendet. Ja, könnte schon sein, dass er eines Tages hier wieder auftaucht. Fragt sich nur, ob er dich da noch haben will. Antiquitäten stehen ja hier schließlich genug rum. Giovanni, come stai?
See. Oh, danke für die gute Arbeit. Das Telegramm. Oh, das war ein Volltreffer. Ah, klingt ja interessant. Erzähl mal. Wen haben wir denn da? Hi, ich bin Clarissas Neffe, Nick. Nick Prozeski. Angenehm. Charlie Schneider. Bene, Giovanni. Si. Grazie. Bis bald. Ciao. Was willst du denn hier? Ich muss dringend mit dir sprechen. Bitte, es ist wichtig. Es geht um Uli. Hat er irgendwas angestellt? Ich weiß, dass du ihm und seiner Freundin deine Jagdhütte in der Eifel zur Verfügung gestellt hast. Mal angenommen, das stimmt. Was geht dich das an? Eigentlich nichts, aber es könnte sein, dass die Bullen dumme Fragen stellen, wenn sie davon Wind bekommen. Heißt das, er wird von der Polizei gesucht? Noch nicht, aber wenn er bis heute Abend nicht zurück ist, dann will Daddy sie alarmieren. Bis heute Abend, sagst du? Hallo. Hi. Ich wollte nur fragen, ob Kerstin zufällig letzte Nacht hier geschlafen hat. Nee, hat sie nicht. Scheiße. Euer Krach war ja dann wohl doch ein bisschen heftiger, oder? Wie kamst du darauf, dass wir Krach hatten? Cleo hat sowas am Telefon erzählt. Ja, da wirst du bestimmt auch verstehen, dass ich Kerstin sprechen muss. Ja, natürlich, aber wie gesagt, hier ist sie nicht. Hey, wenn du mir nicht glaubst, dann komm rein und überzeug dich selber, hm? Zufrieden? Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ja, ist ja kein Problem. Ich hätte wahrscheinlich dasselbe getan, wenn Julia... Ne, ist ja auch egal. Jedenfalls war Kerstin nicht hier. Falls sie sich doch noch bei dir melden sollte, sag ihr, sie möchte mich bitte zurückrufen, ja? Ich sag ihr, dass du auf einen Anruf wartest. Danke. Okay, tschüss. Und du spielst demnächst wirklich in der Bundesliga? Wenn meine Trainingsleistung so bleibt. Bekomme ich denn dann auch ein Autogramm? Klar, ich schicke Ihnen eins zu. Nicht nötig, das hole ich mir persönlich ab. In der Umkleide. Ich muss los. Ist dir inzwischen eingefallen, wie du Daddy wieder zur Vernunft bringen kannst? Noch nicht, aber ich kümmere mich drum. Danke. Ach so, auch für das Frühstück. Keine Ursache. Frau Schneider? Sag doch einfach Charlie, so nennen mich all meine Freunde. Clarissa, wir sehen uns. Mach's gut und einen schönen Gruß an deinen... Ach, besser nicht. Netter Junge. Wo wohl eine Freundin hat? Ist doch jetzt vollkommen egal. Sag mir lieber, wie ich meinem trottligen Bruder die Idee mit der Polizei ausreden kann. Keine Ahnung. Aber ich dachte, deine Angestellten fressen dir aus der Hand? Die Vollmacht, die Ihnen Graf von Anstetten ausgestellt hat, würde einer richterlichen Prüfung bestimmt standhalten. Dann kann ich Clarissa also doch rauswerfen? In diesem speziellen Fall wäre ich vorsichtig. Wieso? Lassen Sie es mich mal so formulieren. Solange Herr von Anstetten sich nicht ausdrücklich gegen Ihren Aufenthalt auf Friedenau ausspricht und es kein Urteil gibt, das ihr diesen Aufenthalt hier verbietet, sollten wir die Sache auf sich beruhen lassen. Was würde passieren, wenn ich Sie trotzdem rauswerfe? Sie riskieren, dass Frau von Anstetten Sie im Gegenzug hinausklagt, weil es von Ihrem Standpunkt aus unzumutbar ist, mit der Geliebten Ihres Mannes unter einem Dach zu wohnen. Das würde zu ihr passen. Obwohl, was wäre, wenn ich nicht mehr seine Geliebte wäre? Das müssten Sie erst mal beweisen. Und ob nun Geliebte oder Ex-Geliebte,
Das würde in diesem Fall keinen Unterschied machen. Mit anderen Worten, ich bin hier nur der Depp, der alles machen darf. Tut mir leid, dass ich Ihnen keine erfreulichere Auskunft geben kann. Ich kann ja verstehen, dass Kerstin nicht mit mir reden will, nachdem ich ihr gesagt habe, dass... Dass du wirst. Naja, ist auch egal. Lass es lieber nach ihr suchen, statt hier rumzusitzen und zu quatschen. Wo willst du mit deiner Suche beginnen? Ja. Bei ihr, bei Tim, bei dir oder sonst irgendwo in der Welt? Ich kann ja auch zur Polizei gehen. Also, was die dir sagen werden, das weiß ich jetzt schon. Och, das ist zwar sehr bedauerlich, aber was glauben Sie, wie viele Personen es gibt, die ihre Partner suchen, nachdem sie sich gestritten haben, hm? Aber Kerstin ist verschwunden. Vielleicht hat sie einen Unfall gehabt oder sie hat sich irgendwas... Entschuldige, wenn ich mich einmische. Aber so wie ich sie kenne, hat sie sich bestimmt nichts angetan. Ach, du kennst Kerstin. Ist sie bei dir? Nein, aber ich bin sicher, es geht dir gut. Ja, und woher willst du das wissen? Bist du vielleicht der liebe Gott? Sie hat auf mich nicht den Eindruck gemacht, als würde sie vor Problemen davonlaufen. Ach nein. Und welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht? Ich meine, sie ist nicht der Typ, der sich was antut. Sag mal, ich verstehe wirklich nur Bahnhof. Was geht dich das überhaupt an? Cleo, wer ist der Typ? Ich heiße Martin. Ich habe Kerstin neulich kennengelernt. Ja, ist ja schön. Aber was willst du von mir? Die sagen, dass du dir nicht so viel Sorgen machen brauchst. Glaub mir, es wird alles wieder gut. Willst mir also wirklich weismachen, dass Uli nicht in Friedenau ist? Und wo genau ist er dann? Bitte, Clara, wenn du weißt, wo Uli ist, sag es Walter. Der geht sonst wirklich noch zur Polizei. Ach was, die werden doch gar nicht ernst nehmen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Walter, bitte, bitte sei vernünftig. Lass ihn. Sobald die Polizei erfährt, dass Uli nur ein paar Tage Urlaub macht, werden sie dir ein paar beruhigende Worte sagen und die Sache zu den Akten legen. Uli ist noch keine 18. Ich bin verantwortlich, wenn er sich da draußen in der Weltgeschichte rumtreibt. Und dieser Verantwortung werde ich jetzt nachkommen. Und was sagst du dem Jugendamt, wenn sie dich fragen, warum Uli trotz deiner Verantwortung abgehauen ist? Jugendamt? Dann kommt Uli vielleicht in ein Heim. Reg dich nicht auf, Mutter. Clara übertreibt wie immer. So schnell kommt niemand in ein Heim. Dein arbeitsloser Sohn hat natürlich wie immer recht. Denn arbeitslos wirst du sein, wenn du dich sofort auflegst. Was denn? Du drohst mir in meinen eigenen vier Wänden? Du hast wohl vergessen, wem das Haus hier gehört. Und wenn ihm jetzt etwas passiert? Das Uli ist kein kleines Kind mehr. Außerdem reist er in Begleitung. Ja, diese Begleitung kann ich mir vorstellen. Das glaube ich kaum. In diesen Kreisen verkehrst du normalerweise nicht. Übrigens ein zauberhaftes Mädchen. Uli ist mit einem Mädchen unterwegs? Um genau zu sein, seine Freundin. Das wird ja immer schöner. Jetzt hat der Bengel auch noch eine Freundin. Hast du das gewusst? Ich glaube, mir wird schlecht. Ich leg mich besser hin, ja? Entschuldige. Kerstin. Darf ich reinkommen? Ja, klar. Mit dir habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Du bist zurzeit die meistgesuchte Frau in Düsseldorf. Mhm. Cleo und Jan haben schon ein paar Mal nach dir gefragt. Ja, dann weißt du ja auch sicher schon, dass Jan und ich uns getrennt haben. Ja, Cleo hat sowas erzählt. Und Jan hat gesagt, dass du weggelaufen bist. Danke. Wo warst du denn? Oder willst du mir das nicht verraten? Doch, doch. Ich habe bei Freunden übernachtet, die ich von der Uni her kenne. Das Problem ist nur, die brauchen das Zimmer, weil sie Besuch aus Frankreich kriegen. Und da dachte ich, ich könnte vielleicht... Natürlich, ja klar, solange du willst. Ja, und da wäre noch was. Hast du noch einen zweiten Schlafanzug? Mein Auszug bei Jan war nämlich ziemlich spontan. Ich denke, da lässt sich was finden. Und Tim, wenn Jan hier auftaucht, dann bin ich nicht da. Ja, alles klar. In Ruhe wird ihr gut tun. Hat sie sowas öfter? Eigentlich nicht. Aber die Aufregung in der letzten Zeit. Ich brauche jetzt erstmal was zur Beruhigung. Willst du auch einen trinken? Nein, danke. Mein Wodka ist dir wohl nicht gut genug, was?
Oder auch lieber teuren Cognac trinken, aber den kann ich mir nicht leisten. Du willst doch sicher, dass sich Uli später mal was leisten kann, oder? Natürlich. Prost. Dann verstehe ich nicht, dass du was dagegen hast, dass Uli und Bastiane zusammen Urlaub machen. Sie ist nämlich, was man umgangssprachlich als eine gute Partie bezeichnet. Gute Partie hin, gute Partie her. Sie ist ein Mädchen und was das heißt, muss ich dir ja wohl nicht erklären. Ich fürchte doch. Also wenn ein Junge und ein Mädchen in diesem Alter sind und dann ganz alleine. Herrgott, du weißt doch, wie schnell die jungen Leute heutzutage sind. Komm, drehst du ihnen den Rücken, da bist du auch schon Opa. Schon mal was von Verhütung gehört? Uli ist 16, er ist völlig naiv in solchen Dingen. So wie ich die beiden kenne, passiert außer Händchen halten sowieso nichts. Wollen wir es hoffen. Du könntest deinem Sohn ruhig ein bisschen vertrauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und deshalb möchte ich, dass er sofort zurückkommt. Also gut, ich werde veranlassen, dass die beiden ihren Ausflug beenden. Ach, auf einmal? Ja, unter einer... Nein, unter zwei Bedingungen. Und die wären? Du bestrafst Uli nicht, wenn er nach Hause kommt. Und weiter? Du erlaubst ihm, dass er nach Friedenau kommen darf, um Bastiane zu besuchen. Sie wohnt nämlich zurzeit bei mir. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr finde ich, wir sollten den Rest der Ferien auch hier verbringen. Meinst du das im Ernst? Na, überleg doch mal. Wir haben ein ganzes Haus für uns allein und ach, Vorräte ohne Ende. Vielleicht kommt Clarissa auch vorbei und braucht die Hütte. Das glaube ich nicht. Und wenn, mich stört sie nicht. Und wenn sie noch jemanden mitbringt? Ach, selbst wenn alle Betten belegt sind, ist doch immer noch genügend Platz, um auf Luftmatratzen in der Veranda zu schlafen. Tja, es ist auch wieder wahr. Aber was würden deine Eltern dazu sagen? Denen ist das egal. Weißt du, die sehen das ziemlich locker. Und zurzeit sind sie eh schwer im Stress und von daher ganz froh, dass ich ihnen aus dem Weg bin. Verstehe. Und was ist mit deinem Vater? Und wieso? Was soll mit ihm sein? Ja, er scheint ja ziemlich streng zu sein. Ja, ist er auch. Dann siehst du also keine Möglichkeit, noch eine Woche rauszuschlagen? Doch, klar. Ich lass mir von dem doch nicht verbieten, mit dir zusammen zu sein. Oh. Wer kann das sein? Keine Ahnung, aber ich krieg's raus. Hallo? Clarissa! Verstehe. Klar. Ja, ich komme gleich mit dem nächsten Zug. Ja, bis dann. Tschüss. Ist was passiert? Ja, ich muss sofort nach Hause. Wieso? Wegen deinem Vater? Sondern? Meine Oma ist plötzlich schwer krank geworden.